Sind Sie bereit, Herr Cameraman? Eine zweite Möglichkeit gibt es. Es gibt so neue Verbände, auch als Schnellverband kann man den in Drogerien zum Beispiel kaufen. Verwende ich auch bei Patienten mit dem diabetischen Fußsyndrom oder Diabetiker, die hier an den Zehen Probleme haben. Ist ein sehr gutes Produkt. Es ist elastisch und ist kohäsiv, das heißt, es haftet auf sich selbst. Man fängt entweder so in der Mitte an und rollt das dann rundherum ab. Vorteil ist, dass der Verband sehr dünn ist und durch die kohäsive Materialien ist er auch sehr einfach anzulegen. Auch hier empfiehlt es sich, das zusätzlich zu fixieren, damit das ja gut hält. Meistens reicht ein Pflaster. Ich klebe das dann so ein bisschen über den Rand des Verbandes, damit er auch nicht nach vorne wegrutschen kann. So schaut das aus. Und hinten ist es fixiert, dass es nicht so runter geht. Das wäre auch eine einfache Variante, wie man so einen Zehenverband fixieren kann, wenn es länger halten soll. Das war die zweite Variante.